Ich habe 2 Pistolen. Das sollte für alle reichen. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play No Man's Land. Fight for your rights. In der Kampagne der Spanier nach wie vor. Mission 5 auf leisen Sohlen. Wir haben beim letzten Mal Drake in die Flucht geschlagen. Dieses Mal setzen wir ihm nach. Wir müssen immer noch die Frauen der Navajo befreien. Und ja, natürlich hat Umag Kavines erfolgreich mit Gold gelockt. Das lief auch wirklich gut und deswegen starten wir jetzt die nächste Mission. Freut euch, Freunde. Es geht wieder los. Die jüngsten Rückschläge sind äußerst unerfreulich gewesen. Ich räume ein, die Spanier in dieser Sache unterschätzt zu haben. Wenn es um Gold geht, entwickeln sie einen erstaunlichen Ehrgeiz. Es würde mich nicht wundern, wenn sie schon bald hier aufkreuzen. Also haltet die Augen offen, Soldaten. Und dann seht dabei zu, wie die spanischen Hunde sich an diesem Bollwerk die Zähne ausbeißen werden. Bleibt in der Nähe des Schiffes. Umag und ich werden versuchen, die Navajo-Frauen zu befreien, ohne unnötiges Aufsehen zu erregen. Wir müssen uns beeilen und das Eiland erkunden, ehe die Sonne ganz aufgegangen ist. Dann machen wir das. Wir sind in der Nähe dieser Festung. Wir haben noch 25 zu befreiende Frauen. Die Soldaten stehen uns tatsächlich nicht zur Verfügung. Kavines und Umag müssen überleben. Ganz klar. Nutzen Sie die Wälder als Versteck für Umag, ja. Der große Geist wird mich leiten. Können schwimmen und tauchen. Oh, das ist gut. Im Namen des Königs. Tipp, führen Sie Ihre Helden getrennt. Okay. Warum kriege ich diesen Tipp? Macht Platz für den Gesandten des Königs. Ich werde nach dem Rechten sehen. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, hier sehe ich schon. Oh, da sind schon Gegner. Mirna! Im Namen des Königs. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Mhm. Macht den Weg frei. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Ich werde nach dem Rechten sehen. Mirna! Schauen wir mal hier. Achso, hier geht's wieder zum Strand. Okay. Im Namen des Königs. Macht den Weg frei. Ah, okay, da kommen wir gar nicht macht hin. Platz. Für den Gesandten des Königs. Ich werde nach dem Rechten sehen. Im Namen des Königs. Aus dem Weg. Okay, hier können wir schon mal schwimmen. Mach den Weg frei. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Ich werde nach dem Rechten sehen. Okay, ich lasse wirklich die mal auf Passiv. Im Namen des Königs. Dass sie nicht aus Versehen irgendwie angreifen oder so. Macht den Weg frei. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Ich werde nach dem... Lauft wie der Wind, meine Schwestern. Schnell, zur Bucht im Westen. Okay. Macht den Weg frei. Ich werde nach dem Rechten sehen. Mirna! Im Namen oh, des Königs. Was gibt's hier? Mach den Weg frei. Macht Platz. Heilpflanzen. Für den Gesandten des Königs. Mir nach. Na, der lässt die auf im Namen des Königs. Feldern arbeiten. Aus dem Weg. Lauft wie der Wind, meine Schwestern. Schnell zur Bucht im Westen. Mir nach. Im Namen des Königs. Aus dem Weg. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Ich werde nach dem Rechten. Gut, also hier können wir immer hinfliehen und untertauchen, damit die uns nicht weiter beschießen. Im Namen des Königs. Das sind so Features, ne? Sowas habe ich ja ein bisschen. Sowas fand ich auch in Rise and Fall cool, weil du da auch so ein bisschen Fokus auf den Helden hattest und den ja auch in der Third Person steuern konntest. Also ich habe ein Let's Play zu den beiden Kampagnen von Rise and Fall gemacht. Macht Platz
Schaut gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Ist auch immer sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aus dem Weg. Mach den Weg frei. Ich werde nach dem Rechten sehen. Im Namen des Königs. Das ist eine sehr interessante Insel hier. Macht den Weg frei. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Mir nach. Ah, da hinten ist wieder eine Mühle. Aus dem Weg. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Lauft wie der Wind, meine Schwestern. Schnell, zur Bucht im Westen. Mir nach. Aus dem Weg. Mach den Weg frei. Ich werde nach dem Rechten sehen. Mir nach. Im Namen des Königs, mach den Weg frei. Niemand widersetzt sich Garvinès. Gut, die können wir killen, glaube ich. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen. Disziplin ist das Allgemeine. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Zum Wohle Spaniens. Er stört Umar. Spürt Umar Zorn. Blut wird fließen. Schmerz ist Ansichtssache. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen. Dieser Weg ist gefährlich. Aber sowas von. Jetzt ihr. Oh shit. Ich beuge mich eurem Willen. Die schicken Verstärkung. Dieser Weg ist gefährlich. Ja. Auf der Hut. Umak folgt dir. Lauft wie der Wind, meine Schwester. Lauft, Ladies, lauft. Okay. Ich verdünnisiere mich hier mal. Ich werde nach dem Rechten sehen. Haha. Aus dem Weg. Vorm Weglaufen noch schnell jemanden ab, ausgeknipst. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Mir nach. Im Namen des Königs. Aus dem Weg. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Aus dem Weg. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Im Namen des Königs. Macht den Weg frei. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Ich werde nach dem Rechten sehen. Mir nach. So, irgendwo muss doch da jetzt noch eine Farm... Ah, hier. Im Namen des Königs. Oder ist das vor? Lauft wie der Wind, meine Schwestern. Schnell, zur Bucht im Westen. Ja, okay. Aus dem Weg. Al-Zoba, seit so vielen Monden sehne ich diesen Moment herbei. Der große Geist hat deinen Weg hergeführt, Geliebte. Von nun an werde ich wieder an deiner Seite schlafen. Schnell. Zurück zum Schiff, ehe Drake bemerkt, dass wir ihm seine Gefangenen vor der Nase weggeschnappt haben. Schafft die Frauen an Bord und setzt Segel. Bringt alle nach Santa Minetta. Dort sind sie erstmal sicher. Außerdem muss jemand Gouverneur Mendoza informieren. Er soll schnellstmöglich die Flotte entsenden. Ich werde dieses verfluchte Eiland nicht ohne das Gold verlassen, das Drake der spanischen Krone geraubt hat. Der weiße Mann spricht im Fieber. Komm mit mir, Umak. Bald werden wir wieder bei unserem Volk sein. Geh du mit den anderen, Al-Zoba. Ich werde meinem weißen Bruder im Kampf gegen die Rotrücke beistehen. So wie er mir zur Seite stand. Dann sind wir schon wieder getrennt, obwohl wir gerade erst vereint wurden. Lass mich nicht so lange auf dich warten. Ich werde deinen Mann wohlbehalten bei dir abliefern. Aber erst müssen wir diesem Francis Drake das Handwerk legen. Irgendwo hier auf der Insel hat er Berge spanischen Goldes gehortet. Und ich werde herausfinden, wo. Garvinès geht's halt wirklich nur ums Gold. Naja gut, ich meine, die Engländer können ja auch den Indianern weiterhin gefährlich werden, also von daher. So. Kein Weg zurück, Mission 6. Ich weiß genau, dass sie noch irgendwo hier auf der Insel sind. Diese Spanier machen sich nicht die ganze Mühe, nur um eine Handvoll Wilde von den Feldern aufzusammeln. Findet sie, Männer, bringt sie mir. Und wenn ihr dazu jeden Stein einzeln umdrehen müsst...
Die Rotrücke suchen überall nach uns. Sie durchkämmen die ganze Insel. Es wird höchste Zeit, dass die Flotte hier eintrifft. Weshalb braucht Mendoza nur so lange? Das muss ja sein, der geheime Stützpunkt von Drakes Freibeutern. Der Küstenstreifen vor uns erscheint mir ziemlich stark befestigt, aber uns bleibt keine Zeit, nach Alternativen zu suchen. A la orden! Rompiendo las olas! Gut, die Häfen müssen schnellstmöglich weg, damit wahrscheinlich Verstärkungen nachrücken können. Fuego! Rompiendo las olas! Männer, wir stehen vor einer schweren Prüfung und viele werden die nächste Stunde nicht überleben. Ah, okay, Nach der Landung werden wir so schnell wie möglich die englische Hafenverteidigung durchbrechen und ins Landesinnere vorstoßen. Wir dürfen Kapitän Cardenas nicht im Stich lassen. Macht euch zum Sterben bereit! Ein alter Mann ist kein Rennpferd. Das ist nicht der Weg nach Santa Mineta. Ein alter Mann ist kein Rennpferd. ¿Cuáles son sus planes? Früher war alles anders. Das ist nicht der Weg nach Santa Mineta. Für Spanien. Der große Geist wird mich leiten. Ich beuge mich eurem Willen. Und das auf meine alten Tage. Mach den Weg frei. Ich werde nach dem Rechten sehen. Aus dem Weg. Ich liebe Santa Mineta. Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. Blut wird fließen. Disziplin ist das alte Welt. Votos Gott. Wir werden ihm eine Lektion erteilen. Okay. Camino. Espero sus órdenes. Die Kolonien sind nicht mehr das, was immer war. ¿Cuáles son sus planes? Hilf mir immer. Ich würde schnell gehen. ¿Me buscaba? Por Dios y por el Rey. Okay. Mir nach. Aus dem Weg. Ja. Macht okay. Platz für den Gesandten des Königs. Okay, das hätte ja auch ganz schnell jetzt schief gehen können. Sí. Schnellstmöglich das Hauptquartier errichten, da kann ich Einheiten einquartieren. Soy el número uno. Disziplin ist das halbe Leben. Die Weißen sind Memmen. Wer stört Umak? So, ich sehe jetzt übrigens auch, was ich an Gold habe, weil ich habe mein Aufnahmeding hier in die Mitte oben gesetzt. So. Sus deseos son órdenes. Okay. Hier hinten wird definitiv ein... Ya casi está. A su servicio. En orden. Wir müssen jetzt echt ein bisschen aufpassen, ja, dass uns die Engländer nicht hier irgendwo hops nehmen. Dígame lo que debo hacer. Con gusto. Ah, hier haben wir auch nochmal ein Feld. Dígame lo que debo hacer. Vamos allá. Señor? Mhm. En orden. Por mí misma. Ein bekanntes Problem. Con gusto. Enseguida. Zu wenig Wohnraum. Ja, voy. Por mí misma. Können wir hier wieder Upgrades erforschen. Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. Mendoza, was sind eigentlich unsere Aufgaben? Das habe ich jetzt in der Hitze des Gefechts. Also zerstören Sie die beiden englischen Häfen, haben wir geschafft. Bringen Sie Mendoza mindestens eine Baueinheit zu Cardenas. Geschafft. Errichten Sie einen Stützpunkt und erledigen Sie Drake. Mendoza, Umak und Cardenas müssen überleben. Soy el número uno. Por Dios y por el Rey. Wir dürfen jetzt erstmal hier hinten chillen.
su servicio. Dann gibt es erstmal 6000. A su servicio. Enseguida. Ja, das Vor wird eine harte Nummer werden. ¿Cómo puedo ayudar? Oh, scheiße. Aus dem Weg. Oh, fuck, von da hinten. Ah, okay, sie greifen erstmal nur das Haus an. Ich dachte schon, sie töten meine Einheiten, also meine Arbeiter. Was kann ich noch für dich tun? Spanien treu ergeben. Mirna. Okay, es hieß, dass sie von da hinten angreifen. Niemand widersetzt sich Cardenas. Zu Diensten. Was kann Umar für dich tun? Dieser Weg ist gefährlich. Früher war alles anders. Lo haré lo mejor que pueda. Ja, ihr dürft erstmal Gold abbauen. De lo por hecho. Ich beuge mich eurem Willen. Kommen denn der die Engländer da hinten her? Ah, da ist nochmal Gold. Ich beuge mich eurem Willen. Der große Geist wird mich leiten. Okay, und hier ist Ende. Das heißt, hier lohnt sich's wahrscheinlich, eine Befestigung zu errichten. Ich beuge mich hier eurem kamen Willen. Die her, okay. Der große Geist wird mich leiten. Sind die da einmal außen rumgelaufen? Die sind ja fiese. So, ihr seid zu fünf, das passt. Was könnte jetzt so wichtig sein? A saquear! Puedo hacerlo. Gut, wenn sie hier angreifen, dann habe ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen Verteidigung. Hier könnte ich einen Turm hinstellen, auf jeden Fall. Ich brauche... Wie viel Gold gibt es hier? 10.000, okay. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Holzfäller. Dígame lo que debo hacer. Enseguida. En orden. Ya voy. Bau nur. Ja, eine Kaserne wäre mal gut, ne? Dass wir ein bisschen Verstärkungstruppen im Zweifel mal ausbilden können. Eine Werft macht keinen Sinn, ein Turm macht Sinn. Turm macht Sinn. In Ordnung. Con gusto. Enseguida. Ihr dürft erstmal abbauen. Puedo hacerlo. Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. Con gusto. Por Dios y por el Rey. Con gusto. So, mehr Holzfäller. Estoy lista. Wir werden das Holz brauchen. Also ich merke ja jetzt schon, dass es uns ausgeht. Ya voy. Por mí misma. 150 kostet ein Wohnhaus. Die Kolonien sind nicht mehr das, was sie mal waren. Dieser Weg ist gefährlich. Ich beuge mich eurem Willen. Espero sus órdenes. Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. Blut wird fließen. Die Kolonien sind nicht mehr das, was sie mal waren. Umag folgt dir. Okay, da kamen die mal her. Ja. Aus dem Weg. Achso, wir haben hier schon unser maximalen Wohnraum. Naja, wurscht. Bau ist noch fertig. Ich
por mí misma. Delo por hecho. So, fies, die Spanier haben die teuersten Gebäude. Und man muss auch noch Kanonen und so separat voneinander ausbilden. Also separat von der Kaserne, das ist halt auch nochmal heftig. Ja, ein paar Schwertkämpfer können nicht schaden. Welche hier für den das zweite Feld? Ich liebe Santa Minetta. Disziplin ist das halbe Level. Das ist nicht der Weg nach Santa Minetta. Estoy lista. Sí, señor. A por ellos. Enseguida. Jawohl. Scheiße. Mach den Weg frei. Ich werde nach dem Rechten sehen. Zum Wohle Spaniens. Schmerz ist Ansichtssache. Jawohl. Ja. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Ja. Schmerz ist Ansichtssache. Wir werden Ihnen eine Lektion erteilen. Die da abgesetzt, hm? Im Namen des Königs. Por mí misma. De lo por hecho. Müssen wir doch gleich, was wir hier hinstellen. Ich liebe Santa Minetta. So, erstmal alles verbessern. Con gusto. Enseguida. Es dauert so ewig, eine Kanone auszubilden. Wie viel hat es? 6.000. En orden. Sí. Sí. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Dieses Steuern eintreiben ist wirklich mächtig. Sí, señor. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Como desee. ¿Sí? ¡A saquear! ¡Soy el número uno! ¿Sí? Okay, damit sollten wir jetzt eigentlich safe sein, ne? Der Rest hier ist Kartenrand oder Gebirge. Buscaba? Sí. Nico.
Kolonien sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich könnte hier tatsächlich rein theoretisch auch eine Werft bauen, aber... In das Bollwerk hier komme ich eh nicht an. Me gusta. Espero sus órdenes. So, noch mal ein paar Kanonen. Todo listo. Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. So, weiter Upgrades. Nutzen Sie Upgrade Kampfsicht, um die Sichtweite Ihrer Kampfeinheiten zu erhöhen. Pronto! Das wird für eine bestimmte Zeit erhöht. Ja, das ist auch ziemlich mächtig, muss ich sagen. Mhm. Da kann ich schwimmen. Ja, aber die britischen Infanteristen sind schon gemein, weil die sind echt stark. Also mit denen musst du halt auch erstmal klarkommen. Aus dem Weg. ¿Qué es lo que desea? Vamos. ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál es mi siguiente? Ein zweites Kloster macht ja tatsächlich Sinn, weil da, wo sich dann die beiden Heilradien überschneiden, das da wird halt so richtig krass schnell geheilt, also von daher. Voy de camino. Sus deseos son órdenes. Ja. Ya casi está. Sí. De camino. Otra vez? Sich da jetzt ernsthaft irgendwie eingebaut? Sus deseos son órdenes. So, schwerste Panzerung und dann geht's los. Schicken wir unsere Truppe mal. Früher war alles anders. Okay. Hago lo que puedo. Ich werde nach dem Rechten sehen. Mirna. Das ist nicht der Weg nach Santa Mineta. Umak ist zornig. Ich könnte Umak eigentlich mal ein bisschen zum Erkunden noch hier rumschicken, ob wir hier wirklich direkt hier angreifen müssen oder ob es vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Der große Geist wird mich leiten. Dieser Weg ist gefährlich. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Okay, nee. Umak folgt dir. Der große Geist wird mich leiten. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Ich bin auf der Hut. Die Zeit drängt. Umak folgt dir. Okay, das ist echt fies hier. Der große Geist wird mich leiten. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Ich beuge mich eurem Willen. Der große Geist wird mich leiten. Ja gut. Ich liebe Santa Mineta. Jetzt wäre die Idee... Wenn es unbedingt sein muss. Umak ist des Kämpfens müde. Im Namen des Königs. Ich habe da eine Idee. Kampfsicht erhöht die Reichweite. Ich mache Kampfsicht in der Nähe der Kanonen und dann kann ich die anderen Kanonen doch rein theoretisch outrangen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, das Feld ist schon abgeerntet. Und da habe ich noch...
Perfekt. Sieh. Wow. Also bei mir ist gleiche Gewitterstimmung. Schafft ihr es euch da durchzubewegen? Ich weiß nicht, ob man den Donner gerade gehört hat, aber der war echt richtig mächtig. Ich bilde mal noch ein paar Konquistadoren aus. Man weiß nie, wofür man die eventuell braucht. Okay, wo bist du denn, Mendoza? Und das auf meine alten Tage. Sieh? Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. So, jetzt probieren wir das mal. La victoria es nuestra! Spanien treu ergeben. Das ist nicht der Weg nach Santa Mineta. Al ataque! Okay, der Plan geht auf. Al ataque! Al ataque! Das ist mega mächtig mit der Kampfsicht. Al ataque! La victoria es nuestra! La victoria es nuestra! Ein Fort wird angegriffen. Ach, hier unten wieder. Ja, okay, gut. Das, glaube ich, lässt sich ignorieren. Zu Diensten. Das ist nicht der Weg nach Santa Mineta. Sie? La victoria es nuestra! Spanien treu ergeben. Das ist nicht der Weg nach Santa Mineta. Estoy preparado. Sí, señor. Ich beuge mich eurem Willen. La victoria es nuestra. Señor, déjemelo a mí. Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. La victoria es nuestra. Ich liebe Santa Mineta. Ay, caramba. Hago lo que puedo. Al ataque. Okay, das ist schon echt mächtig mit dieser Kampfsicht. Al ataque. Uiuiui. Al ataque. Al ataque. Da ist überall niemand drin. Al ataque. Dann lieber die Kanonen weg. Finde ich gut, dass der die nicht versucht irgendwie zu verstecken oder so. An den Türmen ist jeweils jemand drin. No me haga perder el tiempo. Formula tu último deseo. Ein alter Mann ist kein Rennpferd. Al ataque! Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Espero sus órdenes. So, Stellung halten. Puedo hacerlo. ¿Qué desea? Déjemelo a mí. En orden. Soy todo oídos. Puede contar conmigo. La victoria. Warum greifen die Vorelemente an? Die bringen halt gar nichts, hier einzureißen. Okay, in die Türme hier haben wieder niemanden drin. Da ist einer drin, da ist keiner drin. Gut, den schicken wir zurück.
Den müssen wir nämlich nicht umsonst opfern. Por Dios y por el Rey. Dabei können wir wieder ein bisschen Steuern eintreiben lassen. Schadet ja auch nicht. Sie? Die Kanonen wollen sich unbedingt hier ausleben. Zu Diensten. Und das auf meine alten Tage. Macht er wenigstens den Turm kaputt. Früher war alles anders. ¿Cuáles son sus planes? Sí, hago lo que puedo. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Sí, señor. Espero sus órdenes. Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Mir nach. La victoria es nuestra. Der Trapper, okay. It's a Trapper. La victoria es nuestra. Espero sus órdenes. Haltet sie auf! Zerschmettert sie! Diese raffgierigen Spanier dürfen um keinen Preis der Welt all das schöne Gold in ihre dreckigen Finger bekommen. Wieder irgendwelches random Ding wird hier angegriffen. Zu Diensten. Aber nochmal Kampfsicht. Lo haré lo mejor que pueda. Sí, señor, sin problema. Aus dem Weg. Espero sus órdenes. Al ataque. Al ataque. Al ataque. Al ataque. Okay. Sí. Por Dios y por el rey. Preparado. Ja. Hier habe ich das Sagen. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Zu Diensten, wenn es unbedingt sein muss. Disziplin ist das halbe Level. Disziplin ist das halbe Level. Her mit dem Gold. Seh? Akribilladlos. Mir nach. Okay. Ich werde nach dem Rechten sehen. Aus dem Weg. Mach den Weg frei. Scheiße. Wann habe ich das Autosave am Anfang, oh Leute. Oh, scheiße. Das kommt davon, wenn man zwischendrin nicht speichert. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Naja, muss ich jetzt leiden. Und viele werden die nächste Stunde nicht überleben. Nach der Landung werden wir so schnell wie möglich die englische Hafenverteidigung durchbrechen und ins Landesinnere vorstoßen. Wir dürfen Kapitän Carmines nicht im Stich lassen. Macht euch zum Sterben bereit. Ja, das ist da. Das ist nicht der Weg nach Santa Mineta. Für Spanien. Das ist nicht der Weg nach Santa Mineta. Ich hoffe, ihr verschwendet nicht meine Zeit.
Como desee. Como desee, como desee. ¿Sí? ¡Al ataque! ¡Al ataque! Puedo hacerlo. ¡Por Dios y por el rey! Zu Diensten, zu Diensten. Ich hoffe, ihr verschwendet nicht meine Zeit. Und das auf meine alten Tage. Für Santa Minetta! Und das auf meine alten Tage. Ein alter Mann ist kein Rennpferd. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Gut. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Diesmal haben wir deutlich mehr Leute gerettet. Lo haré lo mejor que pueda. Por Dios y por el Rey. Und ich weiß jetzt schon, wo ich diesmal das Hauptquartier errichte. Na ja, gut, man ist ja dann doch immer ein kleines bisschen schlauer als beim letzten Mal, ne? Vamos allá. ¿Otra vez? Lo haré lo mejor que pueda. ¿Cuáles son sus planes? Gut. Umak ist zornig. Im Namen des Königs. So, direkt Holz holen. Und diesmal safe ich vom Angriff, Leute. Ich sag's euch. Mach den Weg frei. Mann. Sehen. Aus dem Weg. Macht Platz für den Gesandten des Königs. Pff, wie ist denn das so eskaliert, ey? Ja, voy. Por mí misma. Delo por hecho. Enseguida. Ya voy. Delo por hecho. Estoy lista. Enseguida. Ya voy. ¿Sí? ¡Por Dios y por el rey! ¿Aló? Espero sus órdenes. ¡A saquear! ¡A saquear! Espero sus órdenes. ¿Cómo puedo ayudar? Delo por hecho. ¡Mierna! ¡Mierna! Ich baue gleich beide Farmen, weil dann kann ich schnell ausbauen. Dígame lo que debo hacer. Ya voy. Spanien treu ergeben. Aber das mit der Kampfsicht war wirklich eine gute Idee. Die Upgrades machen. ¿Cuál es mi siguiente tarea? Delo por hecho. Enseguida. Ich werde nach dem Rechten sehen. Schmerz ist Ansichtssache. Früher war alles anders. Mach den Weg frei. So, diesmal wird aufs Gas gedrückt. Gut, dass ich die ganzen Arbeiter durchgebracht habe. In Ordnung. Dann
Noch mal ein paar Frauen und dann muss es reichen. Die müssen den Rest jetzt eigentlich gut errichten können. Früher war alles anders. Ja, sehr schön. Gerade abgeklungen, gleich weiter erforschen. ¿Cómo puedo ayudar? Sí, señor. Enseguida. Ya voy. Delo por hecho. Enseguida. A su servicio. Ya voy. A su servicio. Es geil, dass die da hinten rumlaufen. Con gusto. Estoy lista. Por mí misma, de lo por hecho. Ich wollte gerade sagen, die hat sich jetzt ja wohl nicht ernsthaft da eingebaut. Con gusto. Aber ja, die hatte sich eingebaut, aber mit einem Trick kriegt man sie ja dann doch Gott sei Dank wieder frei. En orden. Con gusto. Por mí misma. So, gleich forschen. En orden. Con gusto. Señor. Dann haben wir eigentlich alles, was wichtig ist. Por mí misma. Könnt ihr euch auch daran... Ah, nee, Moment, halt, stopp, stopp, stopp. En orden. De lo por hecho. Aus dem Weg. Preparado. Enseguida. En orden. Por mí misma. Delo por hecho. Ya voy. Können die hier gleich anfangen mit Holzabbau? So. Mhm. Puede contar conmigo. Hago lo que puedo. Espero sus órdenes. Puedo hacerlo. So, gleich weiter forschen. Wo ist das Gold? Wo ist das Gold? Zum Wohle Spaniens.
Kolonien sind nicht mehr das, was sie mal waren. Kann man die Sichtweite erhöhen, aber ist eigentlich ein Wayne. Ich werde nach dem Rechten sehen. Im Namen des Königs. Mach den Weg frei. Ich werde nach dem Rechten sehen. Sin problema. Puede contar conmigo. Ja, Nahkämpfer bilde ich jetzt keine aus, weil mit dieser Fernsicht, das ist ja so OP. A saquear, por Dios y por el Rey. Preparado. Wo ist das Gold? Ich werde nach dem Rechten sehen. Mir nach! Formula tu último deseo. Früher war alles anders. Ein alter Mann ist kein Rennpferd. Und das auf meine alten Tage. Me gusta. Bevor ich das mache, speichere ich. Weil da kann es sein, dass das Spiel abstürzt. Formula tu último deseo. Genau, man kann hier nämlich so eine Formation einnehmen lassen. Ich beuge mich eurem Willen. Das ist nicht der Weg nach Santa Mineta. Ein alter Mann ist kein Rennpferd. Aber da, sag ich mal, verkacken sie es schon gerne mal. Soy el número uno. Sí. Spanien treu ergeben. Und das auf meine alten Tage. Was könnte jetzt so wichtig sein? Und dieses Mal muss ich deutlich besser auf meine Helden aufpassen. Da ist alles erforscht. Können wir die Sichtweite des Turms noch weiter erhöhen. Spanien treu ergeben. Spanien treu ergeben. Mach schön weiter die Kollekte, mein Freund. Die Krone braucht es. Das Ausbilden dauert halt so lang. Aber wenn ich 4 Kanonen habe, kann ich ja zumindest schon mal gegen die anderen Kanonen mit dem ersten Wall vorgehen. Nahrung kaufen. Sie? Sie? Sie, sie. Franz. Was kann Umag für dich tun? Was könnte jetzt so wichtig sein? Ich liebe Santa Mineta. Die Kolonien sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ja,
Ja, die Wegfindung ist manchmal ein bisschen... A saquear! Sí, señor. Espero sus órdenes. Lo haré lo mejor que pueda. Espero sus órdenes. Ich liebe Santa Minetta. Sí, señor. Sin problema. Formula tu último deseo. Hago lo que puedo. Das finde ich so geil mit diesen Formationen. Ja, macht Platz für den Gesandten des Königs. Früher war alles anders. Das ist nicht der Weg nach Santa Minetta. Al ataque! Zack und weg. Oh. La victoria es nuestra! La victoria es nuestra! La victoria es nuestra! La victoria es nuestra! Okay. Ich brauche ein zweites Kloster, bitte. Espero sus órdenes. Puedo hacerlo. Sus deseos son órdenes. Machen das wieder mit diesem doppelten Heilradius, weil es bringt wirklich viel. Vamos allá. Voy de camino. Wie ihr seht, die sind echt schnell geheilt. Sie? Zu Diensten. Ja. Was könnte jetzt so wichtig sein? Umag folgt dir. Gut, wie gesagt, den Fehler mache ich nicht nochmal. Zu Diensten. Achso, da unten, ja gut. Sin problema. Formula tu último deseo. Sin problema. Espero sus órdenes. Sí. Kampfsicht. Schnell. Al ataque. 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 La victoria es nuestra. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Disziplin ist das halbe Leben. Espero sus órdenes.
Sí. Okay. Sollen wir die mal hier anlocken? Ich glaube, es wird sonst eklig, wenn ich das nicht tue. Mir nach. Aus dem Weg. Her mit dem Gold. Ja, toll, jetzt hat er die Kanone gekillt. Das war... Mach den Weg frei. Nicht so gut. Lo haré lo mejor que pueda. Sí. Naja. Nehme ich von hier eine Kanone mit. Espero sus órdenes. Ich liebe Santa Minetta. A saquear! La victoria es nuestra! Espero sus órdenes. Al ataque! Was könnte jetzt so wichtig sein? Wo ist das Gold? Im Namen des Königs. Die Kolonien sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ach, diese Wegfindung. Lo haré lo mejor que pueda. Sí, señor. Al ataque. Hier habe ich das Sagen. Aus dem Weg. Mach den Weg frei. Ich werde nach dem Rechten sehen. Sie? Al ataque! Al ataque! Soy el número uno! Ich werde nach dem Rechten sehen. Wo ist das Gold? Mierda! Sin problema. Sin problema. Lo haré lo mejor que pueda. Ich liebe Santa Minetta. La victoria es nuestra. Sí, señor. Hago lo que puedo. Acribilladlos. Al ataque. La victoria es nuestra. Diese Welt ist gefährlich. Für Spanien. Formula tu. Haltet sie auf. Zerschmettert sie. Diese raffgierigen Spanier dürfen um keinen Preis der Welt all das schöne Gold in ihre dreckigen Finger bekommen. Das ist so Pain manchmal mit dieser Wegfindungs-KI. Al ataque. Sí, señor. Formula tu último deseo. Al ataque. Im Namen des Königs, mach den Weg frei. Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. Al ataque. ¿Cuáles son sus planes? Por Dios y por el rey. Formula tu último deseo. Al ataque. Steigung hier ist halt auch echt fies. La victoria es nuestra. Me gusta. Sin problema. Espero sus órdenes. Espero sus órdenes. La victoria es nuestra. Aus dem Weg. Was kann ich noch für dich tun? Espero sus órdenes. Al ataque. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Ich liebe Santa Minetta. Mach den Weg frei. La victoria es nuestra.
¡La victoria es nuestra! ¡La victoria es nuestra! Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. ¡La victoria es nuestra! Haben die mich eingekesselt? Espero sus órdenes. ¡La victoria es nuestra! ¡La victoria es nuestra! Wo ist das Gold? Hier habe ich das Sagen. Lo haré lo mejor que pueda. Manchmal möchte ich zurück nach Spanien. Okay. Jetzt müssen wir stark sein. Espero sus órdenes. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Sí, por Dios y por el rey. La victoria es nuestra. Ich werde den Rechten sehen. Mirna. Pionier, der 3000 Lebenspunkte hat. Soy el número uno. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Im Namen des Königs. A saquear. Sí, señor. Formula tu último deseo. Das ist zu vernachlässigen, würde ich sagen. Disziplin, das halbe Leben. Was könnte jetzt so wichtig sein? La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Puedo hacerlo. Ay, caramba. Ich hoffe, ihr verschwendet nicht meine Zeit. Espero sus órdenes. Soy el número uno. La victoria es nuestra. Espero sus órdenes. ¿Sí? ¡La victoria es nuestra! Sí, señor. A por ellos. Früher war alles anders. Espero sus órdenes. ¿Sí? ¡Al ataque! ¿Cuáles son sus planes? Puedo hacerlo. La victoria es nuestra. Al ataque. Aus dem Weg. Espero sus órdenes. A saquear. Puedo hacerlo. A saquear. La victoria es nuestra. Mach Platz für den Gesandten des Königs. Schmerz. Ansichtssache. Mirna. Von jetzt an wird die Goldflotte wieder regelmäßig den Atlantik. Ja, wir haben Drake getötet. Der König wird über diese Nachricht hoch erfreut sein. Als erster Vorgeschmack werden ihm all die Goldbarren hier trefflich munden. Umak fragt sich, weshalb der weiße Mann keine besseren Gründe findet, die großen Wasser zu bereisen, als ein glänzendes Metall. An eurem neuen Freund scheint ein wahrer Philosoph verloren gegangen zu sein. Nach all den Abenteuern der letzten Tage frage ich mich, ob er nicht vielleicht recht hat. Die neue Welt scheint euch nicht gut zu bekommen, mi Kapitän. Macht euch besser schnell auf den Weg und geleitet die Schätze sicher in die Arme unserer geliebten Heimat. Ja, wir haben es geschafft. Und zum Abschluss noch eine Cutscene.
So, das war ein großartiger Sieg, meine lieben Freunde. Ja, schön, dass ihr an meiner Seite wart. Gut, dass ich jetzt gerade auch wieder ständig auf dem Desktop fliege, aber egal. Wir haben sowohl jetzt die Einführung als auch die Kampagne der Spanier abgeschlossen. Die nächste Kampagne wartet auf uns, und zwar die Waldindianer, das Land der Ahnen. Das machen wir dann beim nächsten Mal, liebe Freunde. Das war jetzt ein super langer Special Extended Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mein Versagen. Schneidet es natürlich nicht raus. Das schon, sollt ihr schon sehen, wie ich da verkackt habe. Ja, beim nächsten Mal starten wir dann in die neue Kampagne. Bis dahin, ciao, macht's gut, liebe Freunde.